Ich weiß zwar auch nicht, was das mit einem trompetenähnlichen Instrument zu tun hat, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht gar nicht, was du meinst. Oh, Laser! Laser, da darf man nicht durchlaufen. Whoop! Whoop! Fräst der jetzt alles durch den ganzen Turm brechen rein? Nein, schade. Ist nicht so lang. Oha. Ach so. Ah, ich muss das hier Zielverrichtung. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Sprungbrett. Aua. Bist du hin? Back. Mexiko. Ein bisschen weit. Spaß. Ziel ist ausgerichtet. Guten Flug. Passt. Du musst dich halt schon gerade hinstellen. Nee. Oder? Doch. Wirklich? Ja, weil du scheißt es irgendwie nicht hinzukriegen. Alter, ich bin da schon einmal gesprungen. Ja. Dafür fliegt jetzt dein Flügelhorn. Was ist mein Flügelhorn? Scheiß Klarinettenträger. Oh, jetzt hat er alles verstellt, jetzt sind wir so im Arsch. Alter! Hören Sie auf. Das war so perfekt ausjustiert. Ja, jetzt. Das Flügelhorn hat's geschafft. Ich auch. Du bist ein kleiner Überfliege. Schau, wo ich herhänge. Ja, das habe ich schon gesehen. Ah, schon nicht. Ich glaube, ich hätte nicht mal hier hin müssen. Weil hinter uns wäre so ein großer roter Knopf. Oh, das ist belastend. Ich sehe keinen so großen roten Knopf. Hä? Da oben. Die Plattform. Ich höre nichts. Was, du hörst nichts? Du hörst nichts. Was denn für ein roter, großer, rot, groß, da, wo wir hergekommen sind, Eingang. Ja. Da drüber ist eine Plattform. Da müssen wir. Achso. Ja, okay. Da machst du wahrscheinlich das Kraftfeld da rechts aus. Wiedersehen. Jetzt ist er da und hat keinen Ball in der Hand. Doch. Nicht den richtigen Ball in der Hand. Was? Was? Also, ganz ehrlich. Ich finde schon, dass es der richtige Ball ist. Bist du Taschenbillard-Fan? Eher weniger. Wieso? So halt. Ich find's eigentlich ganz cool. Das ist eine gute Freizeitbeschäftigung. Vor allem, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird, oder? Ja. Ach so. Ha, witzig. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja, ganz bestimmt. Hab Limbo gemacht. Ich auch. Hab Runterbauzi gemacht. Ich hab's gesehen. Einmal mit Profis arbeiten. Deswegen bin ich hier. Ja. Nein. Die Besten der Besten, oder? Was du heute kannst besorgen. Ganz ehrlich, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Ja und? Ich frage mich mal, was das hier mit Rom zu tun hat. Rom? das war's wert. Das ist einfach so massiv, Alter. Zum Glück sind die Aufzugplattform da. Das war's wert. Das ist auf jeden Fall ein krankes Sprungbrett. Ja. Sowas wollte ich mal zu Hause, ganz ehrlich. Ja, wir klatschen nicht gerne mit 100 km/h gegen die Auswand. Oder? Ich mache es selber. Du machst ja immer so. Oh mein Gott, was bist denn du heute so? Heute läuft's irgendwie bei dir in eine voll falsche Richtung. Was heißt falsche Richtung? Du bist halt voll pervers. Hä? Ja. Du hast hier gewisse Sachen gesagt. Was habe ich gesagt? Ich weiß, was du gesagt hast. Dass ich sage, Männer und Frauen sind das nächste dran, weil sie sich dann...
Mach es jetzt dann mal. Ja. Du? Easy. Soll ich schmeißen oder was? Wie du denn mit dem Ball bist. Oder was erwartest du? Soll ich schmeißen? Ja, das sieht so richtig stolz aus, wie du diesen Ball hältst. Ja! Wie das hat auch nur ein halbes Jahrzehnt gedauert. Wie heißt dieses Spiel bei Harry Potter, da wo sie so einen Ball fangen? Quidditch. Wie ist dieser Ball? Ball? Keine Ahnung. Wo bist du eigentlich, dass ich hinfliege? Flieg mich hier erstmal zu der 1 hin, bitte. Oh, wo ist denn die 1 überhaupt? Oh. Ja, genau da. Hätte ich doch erstmal alle Kugeln holen können. Oh, bevor du das fertig stopp. Machst. Was mach ich fertig? Und dank! Nicht mal das kann er. Boom. Weißt du, das ist die 1? Alter. Oh mein Gott, hast du schon mal jemals gesehen? Parkour! Warte mal. Nee, du musst mir gar nicht folgen, ganz ehrlich, solche Menschen wie du. Nee, ich kann's erklären. Du bist nicht von selber drunter geflogen, das ist absolut richtig. Ich war es aber effektiv auch nicht. Dafür einen kurzen Moment durch den durch den Kontakt mit diesen Elektrobällen ist es möglich, dass... Ja, du hast den so justiert. Ich hab den gar nicht justiert, ich hab den nicht bewegt. Ja, dann justieren, mag schon. Nee, durch den Kontakt mit diesen Elektro... Ja, das heißt so, Alter. Darf ich jetzt gar nichts mehr sagen, oder wie? Nein, ich tu den nur justieren. Justus! Justus! Ich tu den Justus justieren. Hä? Da fliegt gar nichts. Doch, ich bin geflogen. Ich habe auf den großen Flug gewartet. Hui. Und dank! Bam! Es dankt dir keiner. Ich hab loslassen. Nee, also, durch den Kont... Darf ich jetzt erklären? Mein Gott, was willst du erklären? Wie du da drunter kommen bist. Das Ding, durch den Kontakt mit den Elektrobällen, was ich jetzt zum dritten Mal versucht zu erklären, ist es zeitweise möglich, Geist und Körper voneinander zu trennen. Dies führte dazu... Ich habe nicht nach dieser Erklärung gefragt. Doch, dies führte dazu, dass mein Körper dich warf, aber mein Geist nicht davon beteiligt war. Ach so, ist der wieder gelaufen, ohne dass du was gedrückt hast. Wow! Also noch stärker kannst du ja die erste Platte nicht machen, oder? So ein Vogelficker, hä? Bitte was? Ja, ist doch wahr, Alter. Gesundheit. Da denken die, wir wollen hier nach, wie heißt das, Madagaskar fliegen. Madagaskar. Da, wo die Pinguine sind. Mhm. Ja. Diese Inselbewohner. Mhm. Mhm. Zusammen mit dem Löwen, der Giraffe, dem Nilpferd und dem Zebra. Der Löwe heißt Alex. Heißt so viel wie Alex, aber nur komisch ausgesprochen. Nein! Ich mach's nicht. Du hast mich weggeschupft! Ich hab gar nichts. Ach ja.